Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio Mittwochnacht. Und Mittwochnacht heißt freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann ruft mich an. Ganz egal zu welchem Thema. Telefonnummer 0800 220 5050. Faxnummer 0800 220 5051. Und die E-Mail-Adresse 1live.domian@wdr.de. Erste Anruferin heute Nacht ist Danielle. Stimmt das richtig ausgesprochen? Hallo? Danielle, hallo. Hallo, ach so, ich bin schon auf Sendung. Du bist schon auf Sendung, ja. Alles klar. 19 Jahre alt. Ja. Und Danielle ist richtig ausgesprochen. Ja, genau. Perfekt. Okay. Um was geht's? Oh, es geht darum, dass Sex mein Leben beeinflusst. Also in großem Maße. Den ganzen Tag eigentlich. Heißt das, dass du sexsüchtig bist? So, also ich würde es fast so nennen, ja. So. Aber nicht nur mit einem Mann, sondern am besten mit der ganzen Welt. Alle, hey, die mir gefallen. Hey. Und es ist einfach, es ist zwar schön, wenn man das dann bekommt, ja, und wenn man das hat, ja, aber es hört ja nicht auf. Also es wird ja immer schlimmer und ich habe ja einfach keine Ruhe davon. Jetzt wollen wir mal so bei den Grundfakten anfangen. 19 Jahre alt, sagte ich. Ja. Bist du in einer Beziehung? Hast du einen Freund? Nein, habe ich nicht. Nein. Hast aber ständig Sex im Kopf? Habe ich, ja. Hast du es denn nur im Kopf oder passieren auch real schon sehr viele Sachen? Ja, es passieren auch real viele Sachen. Also wie sich es halt ergibt. Ne? Ja, wie oft ergibt sich etwas, so sagen wir mal, in der Woche? Oder also es kommt drauf an. Es gibt auch Verhältnisse, die ich habe, ja. Ach so, Affären. Also einfach Freundschaften und dann kann es mal passieren. Ja, praktisch, ne? Also das ist praktisch. Ja. Aber so sehr viele verschiedene, es geht so. Also ich will wissen, wie oft du im Durchschnitt Sex in der Woche hast. Mit jemandem, mit einem Mann. Ich sage zweimal. Zweimal in der Woche. Ja. Das müssen dann nicht immer Fremde sein, sondern wie du es gerade erklärt hast, das können auch Leute aus dem, genau, Handy sein, wo du mal sagst, oh, ich rufe mal heute Abend, ich bin in guter Stimmung, ich rufe mal den Jan an oder weiß ich wie. Ja, oder den Ex-Freund oder wie auch immer. Ja, ja. Wie lange bist du denn jetzt schon auf Single-Bein? Oh, ich hatte eine kurze Beziehung, in der ich verliebt war, aber das ist jetzt auch schon wieder vorbei. Also es waren nie richtige Sachen. Entweder von meiner Seite war das irgendwann vorbei. Ja. Also jetzt seit 2 Monaten oder einem Monat bin ich wieder Single. Und wie lange warst du vorher mit dem Freund zusammen? Das waren nur 2 Monate. Ach so. Also die ganz langen Beziehungen sind bei dir bisher nicht so die Sache? Ich hatte eine Beziehung ein Jahr, als ich 14 war. Oh. Also das aber, ging ein Jahr, da war ich richtig verliebt. Das ist ja nur auch schon eine ganze Weile her. Ja, eben. Mhm. Also beziehungstechnisch hat das nie richtig geklappt bei mir. Liegt es daran, dass du sexuell so, so dürstend bist und so gierig? Ja, oder, gierig? Ja, oder einfach, dass ich nicht wirklich verliebt sein konnte. So. Mhm. Dass ich viel zu neugierig war, dass ich weiterziehen wollte. Hast du denn den Eindruck, dass du bist jetzt 19, dass so in den letzten, nehmen wir mal an, in den letzten 2 Jahren oder so, dass das stärker geworden ist, diese Sexsehnsucht, die vielleicht sich entwickeln könnte zur Sexsucht? Also ich finde, dass es schlimmer wird, ja. Mhm. Es weitet sich ja auch aus. Es ist ja dann nicht nur so. Inwieweit weitet es sich aus? Wenn ich einen Lehrer habe oder einen Tanzlehrer, was weiß ich, ja, früher einen Lehrer hatte, ja, irgendwann fing das an mit diesem Spiel in mir, dass ich gedacht habe, na, das wäre ja was und mir vorgestellt habe, den rumzukriegen. Und dir sogar vorgestellt hast, mit dem dann ins Bett zu gehen? Ja, genau. Also einfach auch verbotene Dinge. Mhm. Auch Dinge, die ich nicht haben kann. Oder in meiner Fantasie auch zum Beispiel einen hübschen Pfarrer zu kennen, den ich dann überzeugen kann, mit mir ins Bett zu gehen, ja? Also so ein richtig kleines Luder, ne? Es ist, ja, ich weiß es nicht, aber es ist einfach dieses Spiel andauernd. Ja. Dieses Spiel reizt mich. Wie oft, du hast es gerade am Anfang ja schon so ein bisschen angedeutet. Kannst du das sagen, wie oft du am Tag an Sex denkst? Ui, wie oft? Immer? Es ist sehr oft, ja. Egal, was ich tue oder mit wem ich rede.
Ich stelle mir auch immer vor, könnte ich es mir mit dem vorstellen oder nicht? Ja, ich hoffe jetzt nicht im Moment. Na, das ist ja das Problem, ne? Ich telefoniere dann mit jemandem. Ja. Und dann denke ich mir, na ja. oder mit dem Typen, den ich vorher an der Leitung hatte. Ja. Also den zweiten aus ja. der Regie. Ja. Da dachte ich mir, ja, nette Stimme und so. Ja, ja. Das ist aber auch jemand, der säuselt gern mit den Mädels. Der zweite. Ah ja. Ja, dann soll er mich mal anrufen. Ne? Und so geht das eben. Wie siehst du denn aus? Dass gut. Du, gut. Sieht gut aus, ja. Hast du blonde Haare? Nee, schwarzgefärbte Haare. Schwarzgefärbte Haare. Und braune Augen. Wie ist die Nase? Ist die normal? Kleine Nase. Stupsnase. Ja. Wie putzig. Wow. Guck mal, jetzt fangen wir an zu flirten. Ja, am Telefon, ne? Aber ist doch schön. Ich finde das überhaupt nicht toll, ja. Nee. Weil es einfach ständig so ist und ich weiß nicht, wie das mal enden soll. Ich hätte ja auch mal gerne einen Freund, ja. Ja. Dem ich einfach da sitzen, Fernsehen gucken, gemütlich machen. Chips essen. Ja, Beine hoch. Oder einfach weggehen, Spaß haben und nicht ständig dran denken, ja. Na, wie groß ist denn dem seiner? Oh, was ist das bestimmt für ein geiles Vibe, ja? So konkret denkst du? Ja. Hey. Ja. Also laufen in deinen Fantasien dann wirklich auch so knallharte Pornos ab, ne? Ja. Muss man so sagen. Ja, ich meine, ich kann das auch ausleben, ne? Das ist ja auch das, wenn andere übers Wetter reden. Ja. wenn andere übers Wetter reden, denen fällt das leicht, übers Wetter zu reden. Ja, aber dir fällt es leicht, über Sex zu reden. Ja, genau. Ja. Mhm. Also ich kann über Sex reden wie über was ganz Banales, wie über einen Film, den ich gesehen habe. Ich sehe oder ahne schon gleich, wie die Leitungen bei uns heiß laufen. Von vielen attraktiven Jungs, wir wollen Danielle kennenlernen. Scheiße. Nein, wir schotten dich natürlich ab, weil du sollst ja gar nicht in Versuchung geführt werden. Ja, das hast du jetzt ja schon gemacht. Nein. Ich will gleich mal Eigenwerbung machen. Was sagen denn deine allerbesten Freundinnen oder die Busenfreundin, so es eine gibt, dazu? Na, die sagen halt, naja, deine Geschichten wieder, die kennen deine Geschichten. Mich. Also, jetzt haben wir sehr locker drüber geredet. Ja. Aber vielleicht ist es ja doch irgendwie schon ernster, das Ganze. Heißt es denn, dass du eigentlich auch schon eine, du hast es gerade so ein bisschen flapsig gesagt, aber vielleicht ist es ja doch ernster gemeint, dass du so eine Sehnsucht nach einer festen Beziehung, einer tiefen Liebe hast, einen Partner hast? Ja, das habe ich. Was tust du denn dafür, dass du so jemanden findest? Naja, ich bin kontaktfreudig eben, ne? Mhm. Ich lerne viele Menschen kennen und ich gucke mir die Leute auch ganz genau an. Also ich bin interessiert an Menschen, allgemein auch. Aber forcierst du das nicht vielleicht auch durch deine Art, oder ich weiß nicht, wie du dich gibst, wie du dich anziehst, dass die Männer erstmal nur so rein sexuell auf dich abfahren? Weil es dir eben auch Spaß macht? Ja, also klar, wenn ich mich es kommt drauf an, es ist nicht immer so. Mhm. Aber es ist halt schon so, dass Männer auch drauf gucken, ne? Genau wie ich. Also Danielle, ich finde ja, du bist wirklich erst 19 Jahre alt, dass man schon auch eine Weile sich austoben sollte, wenn man Spaß dran hat, finde ich überhaupt nicht verwerflich. Mhm. Einerseits. Andererseits ist es natürlich auch eine tolle Sache, wenn man immer wieder mal oder über längere Phasen eine feste Beziehung hat. Ja. Weil ich glaube, auf Dauer macht einen das kaputt, wenn man nur sexorientiert lebt und nur die schnelle Lust im Sinn hat. Ja. Ich glaube nicht, dass es gut ist für die Seele, für das eigene Empfinden. Mhm. Ich glaube, dass das einfach nur eine Frage der Sorgfalt und auch der Disziplin ist. Disziplin. Zu suchen und sich auch zurückzunehmen etwas und sich auch einfach zu öffnen anderen Leuten gegenüber. Wenn man jemanden tollen kennengelernt hat, eben nicht gleich mit dem ins Bett zu gehen. Vielleicht da sogar einige Wochen und Monate verstreichen zu lassen. Ja, den erstmal wirklich gut kennenzulernen. Das ist ja das Problem, dass ich das eigentlich immer vorhabe. Mhm. Aber bis ich das nicht gehabt habe, denke ich nur daran. Also die ganzen Gespräche laufen dann drauf aus. Mhm. Mhm. Danach, wenn ich mit dem im Bett war, dann können wir uns ja immer noch unterhalten, so denke ich mal. So. Ne? Aber also wahrscheinlich. Davor lassen wir mal das Reden so ein bisschen, schon klar ein bisschen Smalltalk und kennenlernen. Wahrscheinlich bist du aber auch so, wie ich dich jetzt einschätze, dass wenn du ihn dann in der Kiste hattest, du gar nicht mehr groß interessiert bist, oder? Na, manchmal verliebe ich mich ja dann. Dann schon. Ja. Dann kann ich mich verlieben, aber gut. Dann ist das halt, wäre das eben dein Weg, dann... Findet ja, aber halt, ist das denn? Ich bin mir nicht sicher, ob das auch wirklich gut ist. Nein, gut ist letztendlich das, was hinterher funktioniert. Wenn es dein Weg ist,
dann von mir aus auch am Anfang relativ schnell mit jemandem in die Kiste zu gehen und sich dann auf jemanden einzulassen, ist es ja auch okay. Ja. Aber du musst einfach die versuchen. Das ist jetzt eine sehr theoretischer Rat, aber ich kann es nicht anders ausdrücken. Du musst halt versuchen, die Fähigkeit zu bewahren, dich wirklich auch auf jemanden einzulassen. Und dass es nicht nur so eine superschnelle Abfolge von Reizen ist im Kopf. Ja. Wie gesagt, in dem Alter ist ein gewisses Austoben, finde ich, völlig in Ordnung. Na, das geht aber schon immer so. Naja, gut. Es kommt ja auch auf dein Empfinden an. Wenn du sagst, mir ist es eigentlich zu viel, dann musst du einfach dagegen steuern. Du musst wirklich massiv dagegen steuern. Und auch die Augen aufhalten, wirklich für gute Typen. Und nicht immer gleich zwischen die Beine gucken bei den Jungs, sondern auch mal oder auch mal ein bisschen mehr hinter den Kopf gucken. Ne? Na, das tue ich ja auch. Ja. Das ist ja, ich habe ja keine dummen Leute um mich rum. Nee, du bist ja selbst auch nicht dumm. Na, ich hoffe nicht. Nein. Ne? Was machst du eigentlich? Nee, ich mache Schauspielschule mit Gesang und Tanzen. Hey. Ja. Hey. Also ich will mal Schauspielerin werden. Das heißt, wir werden noch oft und viel von dir hören. Na, ich hoffe. Ich arbeite dran. Das sage ich später. Mensch, das war die Danielle. Die mit den vielen Jungs früher. Ja. Die Sexsüchtige. Und jetzt ist sie ein Superstar. Jetzt ist sie in Hollywood. Na, jetzt hör mal auf. Also Danielle, ein bisschen bremsen. Ja. Im Sinn haben, dich auf Leute einzulassen. Hm. Gegensteuern auch. Gegen das, was du da Sucht nennst. Ja. Ist das Allerwichtigste bei allen Süchten, dass man erstmal massiv selbst sagt, ich will, und dann auch dagegen fährt. Oh ja, ja. Ich probiere das mal aus. Ja, ne? Und melde dich irgendwann nochmal. Ich werde mich gut an dich erinnern, glaube ich. Und der Typ da vorhin, ne? Den kriegst du nicht. Nee, wir wollen gleich mit der Disziplin anfangen. Na, ja, aber ich will dann nur mit dem reden. Nein, nix. Schade. Ja. Oh, warum habe ich nur angerufen? Okay, aber trotzdem danke für das nette Gespräch, ne? Ich bedanke mich auch. Tschüss, Daniel. Okay, ciao. Ihr Lieben, morgen sind wir im Fernsehen früher, viel früher, um 11:45 schon. Und ihr könnt dann eine Stunde vorher, nämlich ab 11:15 auch schon anrufen. Morgen auch eine freie Themennacht. Und es geht los im WDR-Fernsehen um 11:45. Wen haben wir jetzt? Die Anna ist hier. Anna ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, Anna. Um was geht's? Ich finde es sehr cool, dass ich durchbekomme. Also ich wollte mit euch über SARS reden. Über was? SARS. Über SARS. Ja. Und inwiefern? Ja, weiß nicht. Einfach nur mal ein bisschen beschreiben, wie das hier ist so. Ich bin nämlich gerade in China. Du bist in China? Ich bin in China, ja. Das wäre vielleicht ganz interessant für euch mal zu hören, wie das denn wirklich so hier ist, live. Ja, absolut. Du hast uns wahrscheinlich gemailt, sonst wäre gar kein Kontakt möglich. Ja, ich habe euch gestern gemailt und habe dann vorhin, heute Morgen, hat mich jemand geweckt und mich angerufen. Wie spät ist es denn jetzt bei euch? Warte, kurz nach 7. Morgens? Kurz nach 7 morgens. Ja. Ich gehe gleich zur Arbeit. Wo lebst du denn in China? In Suzhou. Das ist in der Nähe, also so eine Stunde westlich noch von Nanjing. Aha. Weiß ich, Nanjing, Nanking könnte man kennen. Also das ist nochmal westlich von Shanghai. Wir sind ja alle blöd hier und kennen irgendwie nur Peking, ne? Und Hongkong und Shanghai. So. Shanghai kennen wir auch noch, ja. Was machst du denn da? Ich mache hier ein Praktikum bei Bosch Siemens Haushaltsgeräte GmbH. Ah ja, und wie lange bist du schon dort? Ich bin seit 2,5 Monaten hier. Ja, so, nun kriegen wir ja immer wieder hier in der Presse und im Fernsehen schlimme Nachrichten zu lesen und zu hören, was die Situation in China betrifft. Beschreib du es doch mal aus deiner direkten Umgebung. Wie groß ist die Angst? Also ich glaube, man muss da, glaube ich, unterscheiden einmal zwischen den Chinesen, die, glaube ich, nicht so gute Informationen bekommen wie wir, jetzt die hier als Ausländer leben, und die haben im Moment ziemliche Angst. Die fragen halt, also gehen kaum noch ohne Mundschutz raus und gehen, wenn sie überhaupt noch rausgehen, gehen nicht mehr essen, kochen nur noch für sich selbst. Also essen gehen ist ja eigentlich ziemlich üblich, aber das macht keiner mehr. Viele Sachen sind einfach abgesagt worden, sportliche Aktivitäten und weiß ich nicht. Also die Chinesen haben da ziemlich große Angst. Meine Leute hier sehen es etwas nüchterner, sag ich mal. Wir haben nicht so große Angst vor SARS selbst, weil ich meine, wenn man es wirklich relativ betrachtet, ist die Chance der Ansteckung ja nicht so groß, sondern mehr so, was die Regierung hier für Maßnahmen macht und unternimmt und Regulierung als Prävention gegen SARS.
Weiß man oder weißt du im Moment eine aktuelle Zahl, wie viele Menschen in China zurzeit erkrankt sind an SARS? Nicht genau, aber es sind, glaube ich, über 4.000 oder 5.000 in dem Dreh. Du sagst, sind aber, glaube ich, 255 ist die letzte Zahl. Ja. Du sagst, dass die meisten Chinesen mit Mundschutz auch draußen auf der Straße rumlaufen. Machst du das nicht? Nein, ich mache das nicht. Das machen auch nicht alle Chinesen. Mhm. Also hier in Suzhou soll es auch keine Fälle gegeben haben, angeblich. Mhm. Man weiß es halt nie genau. In Nanjing, wo ich immer am Wochenende bin, da schon. Und es ist nicht so wild, wie man immer im Fernsehen in Deutschland sieht. Ja, also du klingst ja auch ganz gelassen. Also manch einer würde ja vielleicht doch ein bisschen panischer sein und auch selbst Angst haben. Du klingst so, als würdest du gar keine große Angst haben. Ja, es kommt immer drauf an. Wir müssen ja hier, also wir leben ja hier und man gewöhnt sich auch mit der Zeit dran. Es ist immer so, denke ich mal, phasenweise. Viele Leute sind auch schon nach Hause gefahren. Also zwei von meinen Freunden fliegen jetzt Ende Mai. Ja. Am Wochenende waren diverse Abschiedspartys, weil die Leute einfach nach Hause fahren und dann entweder im September wiederkommen oder halt gar nicht. Du hast du gerade in so einem Nebensatz gesagt, dass die meisten Restaurants geschlossen haben. Habe ich das richtig verstanden? Die meisten, nicht viele, weil also nicht wegen SARS, sondern einfach, weil kein Geschäft da ist. Ach so, weil die Leute nicht rausgehen. Weil die Leute nicht rausgehen. Mhm. Und das Gleiche gilt für die, sag ich mal, Taxifahrer, die trifft es am schwersten, weil keiner mehr Taxi fahren will, alle fahren mit dem Fahrrad. Und so merkt man das dann halt. Mhm. In Nanjing, die ganzen Studentenwohnheime stehen unter Quarantäne, denen kann man noch so über den Zaun zuwinken. Und aber die dürfen halt nicht raus und keiner darf rein. Hast du denn den Eindruck, sprichst du und verstehst du Chinesisch? Nein, also nein. Ich habe 3 Monate gehabt, aber das ist ganz, ganz wenig. Ja, das ist eine sehr schwierige Sprache. Ja. Ja. Also wirklich sehr, sehr schwierig. Das heißt, du kannst auch nicht so ganz, ganz objektiv oder relativ klar beurteilen, ob von Seiten der chinesischen Regierung das übertrieben wird, ob die Propagandamaschine zu sehr läuft oder ob man das verfälscht darstellt, das kannst du eigentlich nicht so richtig beurteilen. Also ja, wir haben hier ein CCTV9, das ist ein englischsprachiger chinesischer Sender, den guckt man schon und am Anfang kam halt immer sehr, sehr wenig und wir haben alles unter Kontrolle und das wird sowieso in 3 Wochen ausgerottet sein. Und dann kam dieser Punkt, wo auch, glaube ich, sehr viel Druck aus dem Ausland kam. Und jetzt wird da sehr viel Propaganda gemacht. Überall sind Plakate hängen, Aufklärungsplakate in der Stadt, wie man sich verhalten soll und Fight SARS. Also, und im Fernsehen kommt praktisch jetzt nichts mehr anderes. Also der Ansteckungsweg ist ja ganz profan, nämlich durch Anatmen, ne? Das geht durch die Luft. Ja, das ist der bewiesene Weg, aber die WHO ist sich nicht sicher, ob das nicht vielleicht auch noch durch andere Wege irgendwie über, ich meine, in Hongkong war ja dieser Fall, dass es wahrscheinlich durch Abwasser oder Kakerlaken übertragen wurde. Und das ist halt, wovor die meisten Leute Angst haben, einfach weil man nicht genau weiß, es ist eine neue Krankheit und man weiß nicht genau, worüber sie sich jetzt wirklich überträgt. Deshalb wundere ich mich sehr über deine Gelassenheit. Es könnte ja schon, also eigentlich lauert die Gefahr unter Umständen ja schon an jeder Ecke. Es kann ja irgendwie, könnte es dich ja auch treffen. Woher nimmst du die Gelassenheit? Also ich weiß nicht, man muss es sich wirklich vorstellen, es sind 250 Leute gestorben in China, bei 1,3 Milliarden Menschen. Und man, hier halt man immer, weiß nicht, ich bin ja nach China gekommen und man muss sich auch irgendwie ein gewisses Risiko bewusst sein. Und die Leute, die sich hier an Hepatitis infizieren oder Tuberkulose ist viel, viel höher. Ja. Die Leute, die daran sterben, auch. Und das Risiko nimmt man ja auch in Kauf und da redet keiner drüber. Also ich verstehe, dass man das einfach klug einordnet und in Relation setzt auch zu anderen schweren Erkrankungen, die viel öfter vorkommen. Du sagtest gerade, dass du bei der Firma Siemens Bosch oder Bosch Siemens bist. Gibt es von Seiten der Firma irgendwelche Richtlinien oder Empfehlungen, wie ihr euch zu verhalten habt? Ja, es kommen andauernd E-Mails an, wie das jetzt genau geregelt wird. Jeder, der in die Firma reinkommt, bei dem wird halt Fieber gemessen. Ist noch da? Ja, ich bin noch da, ja. Ja, ja. Wie auch bei diversen Stationen, sage ich mal, auf der Straße. Und es gibt halt Notfallregelungen für wenn hier ein SARS-Fall auftreten sollte. Ja. Und So, dein Aufenthalt wird jetzt genau noch bis wann dauern? Wann ist geplant die Rückreise?
Also geplant war eigentlich, dass ich bis Mitte, Ende Juli hier bin und dann eigentlich noch ein bisschen durchs Land reise. Ach so. Da ist jetzt halt einfach gar nicht klar, also mit dem, das ist auch das Blöde, es ist jetzt, also einmal wird überall kontrolliert, einige Städte sind halt ganz abgeschottet und deswegen ist gar nicht klar, ob das alles so klappt mit dem Reisen vor allen Dingen. Also wenn das aber organisatorisch zu machen wäre, würdest du das durchaus auch tun und auch durch das Land, durch China reisen, obwohl... Ja. Obwohl die Gefahr halt irgendwie ein bisschen gegeben ist, sagen wir es so. Ja, ja. Also das würde ich schon machen. Eine mutige junge Frau. Danke. Anna, da wünsche ich dir wirklich, dass du gesund bleibst und dass du gesund irgendwann zurück nach Deutschland kommst. Und ich wünsche dir einen erfolgreichen Aufenthalt in China bei deiner Arbeit dort. Ja, danke. Alles gut. Eine tolle Sendung und vielen, vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Okay, ja, tschüss. Wir haben ja auch mal nach, ich überlege gerade, ob China jetzt das weiteste war, der weiteste Interviewpartner. Nee, wir hatten mal jemanden in Japan, in der Mongolei und in Südamerika, glaube ich, auch schon mal. Ich weiß das nicht genau. Also es war alles schon mal ein bisschen sehr weit. Ich weiß nicht genau, ist jetzt Japan ein bisschen weiter als China? Weiß ich nicht genau. Also auf jeden Fall war das Anna aus China. Und hier ist Daniela, vermutlich aus Deutschland, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich bin aus Deutschland. Du bist aus Deutschland. Hallo Daniela. Ja. Daniela, um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's darum, ich hatte gestern schon mal versucht anzurufen, bloß da kam ich leider nicht durch. Und zwar war bei mir vor knapp einer Woche der Tag X, wo alles über mir zusammengebrochen ist. Vor einer Woche? Und zwar habe ich vor einer Woche erfahren, dass bei mir wieder die Leukämie ausgebrochen ist. Wieder? Das heißt, du hattest sie schon mal und dann war sie... Ja, ich hatte sie schon mal vor 8 Jahren und wenn man 5 Jahre nichts hat, dann gilt man eigentlich als geheilt, bloß sie ist dann doch wieder ausgebrochen. Mhm. Also vor 8 Jahren hattest du sie, dann hast du dich 3 Jahre damit rumgeschlagen und dann war Ruhe, 5 Jahre ungefähr. Und dann war komplette Ruhe. Mhm. Und wie hast du es erfahren? Gab es Symptome vor einem? Ja, ich hatte immer Kopfschmerzen und mir ging es also nicht wirklich gut. Mhm. Und dann bin ich zum Arzt gegangen, der hat einen Rundumcheck gemacht und ein paar Tage später mich dann angerufen und mir das dann gesagt. Hattest du da schon die Sorge, die Vermutung, ging da so etwas bei dir durch den Kopf? Oh Gott, hab ich's wieder? Ich hatte eigentlich überhaupt nicht den Gedanken daran. Ich dachte auch, das wird irgendwas anderes sein, vielleicht irgendwas Harmloses oder so. Aber überhaupt nicht den Gedanken daran, dass das sein könnte. Hm. Was bedeutet das jetzt? Es ist wieder ausgebrochen. Ja, das bedeutet jetzt für mich, ich krieg wieder Medikamente. Ja. Und also ich muss an vielen Ecken und Enden wieder zurückstecken. Ich kann lange nicht mehr alles machen, was ich gerne möchte. Sag mal so ein paar Beispiele, wo du zurückstecken musst. Also ich muss zum Beispiel jetzt durch die Medikamente und so aufpassen, was ich esse und trinke. Mhm. Ich kann nicht mehr so viel Sport machen, weil ich eigentlich einfach die Energie nicht mehr habe. Mhm. Ich kann nicht mehr so viel rausgehen, wie ich das sonst gerne immer gemacht habe. Also ich muss schon viel zurückstecken. Ja, das ist eine medikamentöse Behandlung. Könnten da auch jetzt noch härtere Maßnahmen auf dich zukommen? Also wenn das jetzt nicht so langsam in den nächsten Wochen anschlägt, dann muss eine Knochenmarkspende ran und also dann kriege ich ein richtiges Problem. Mhm. Weil ich die seltenste Blutgruppe habe, die es überhaupt gibt. Nämlich? Das AB negativ und das haben nur 0,2% der Weltbevölkerung. Der Weltbevölkerung nur? Nur. Mhm. Ich bin über und in Sachen Leukämie nicht gut informiert. Wie hoch kann man das erklären oder kannst du das erklären? Wie weit fortgeschritten ist denn jetzt die Krankheit schon wieder bei dir? Also bis jetzt ist es noch nicht sehr weit, also sie haben es noch ziemlich früh entdecken können. Mhm. Und also das ist so, ja man kann sagen, so gerade so zwischen fast zu spät und aber geht gerade noch so. Und das heißt, es ist im Moment nicht lebensbedrohlich? Momentan aber, nicht, aber es könnte werden. Aber sehr ernst zu nehmen. Es ist sehr ernst zu nehmen, ja. Besteht denn auf jeden Fall auch die Chance, dass wenn jetzt die Medikamente anschlagen beispielsweise, dass du das wieder so richtig in den Griff bekommst, dass sie wieder ganz weggedrückt wird, die Leukämie? Die Chance besteht durchaus, ja. Mhm. Und an diese Chance klammere ich mich also eigentlich auch ziemlich fest. Also ich klammere mich momentan an jeden kleinsten Strohhalm, den ich irgendwo erreichen kann.
Und die Chance würde aber auch bestehen, nehmen wir mal an, die Medikamente würden nicht anschlagen, mhm, und du müsstest eine Knochenmarkspende gemacht bekommen und du bekämst auch eine, mhm, dann besteht die Chance aber auch, ne? Also dann ist die Chance sehr, sehr groß, dass es wieder klappt, weil dadurch hat es auch beim letzten Mal geklappt. Mhm. Aber beim letzten Mal hatte ich auch noch das Glück, dass ich meine Schwester hatte. Ja. Weil Geschwister passen eigentlich, was Spenden angeht, eigentlich immer fast hundertprozentig zusammen. Ja. Bloß meine Schwester ist leider vor 4 Jahren verstorben, also die Möglichkeit habe ich leider nicht mehr. Wie viel, du hast gerade gesagt, bezogen auf die Weltbevölkerung ist es ein sehr geringer Prozentsatz. So in absoluten Zahlen, wie viele Menschen sind das in Deutschland, die diese doch ungewöhnliche Blutgruppe haben? Das sind in Deutschland vielleicht ungefähr 300 bis 400 Menschen nur. 300 bis 400 Menschen nur. Sagst du sie nochmal? Hm? Sagst du sie nochmal, wie diese Blutgruppe heißt? AB-negativ. AB-negativ. Mhm. Mhm. Das ist unheimlich selten und ja. Ist es bei Leukämie ganz genauso wie bei vielen anderen Krebserkrankungen, dass wenn man so diese magischen 5 Jahre eigentlich überstanden hat oder 6 Jahre, dass man dann geheilt ist? Man sagt, man ist geheilt und diese 5 Jahre hatte ich auch schon überstanden. Ja. Dann ist es doch wieder, also man sagt immer, man ist geheilt, aber was viele nicht wissen, jeder Mensch trägt die Krebszellen in sich, aber wirklich, mhm, jeder Mensch, absolut jeder. Mhm. Bloß ist es immer die Frage, bei wem brechen sie aus und bei, mhm, wem nicht. Mhm. Ja. Jetzt war dieser Tag X letzte Woche, vorige Woche, dass du diese Diagnose bekommen hast. Ja. Die Leukämie ist wieder ausgebrochen. Ja. Was hast du an dem Tag getan, als man dir das gesagt hatte? Danach, was hast du gemacht? Ich habe es im ersten Moment gar nicht wirklich realisiert. Ich habe, also eigentlich kann man sagen, bis Freitag ganz normal weitergelebt. Ich habe nicht wirklich gedacht, ach, ich habe einfach weitergelebt, gar nicht dran gedacht, dass es das wirklich so sein könnte. Mhm. Dann war ich Freitag bei meinem Freund und dann hat er irgendwie gemerkt, dass mit mir was nicht stimmt und dann habe ich es ihm erzählt und erst da habe ich es wirklich realisiert. Mhm. Wer weiß es denn, außer deinem Freund und vermutlich deinen Eltern? Meine Eltern wissen es nicht. Die wissen es nicht? Die wissen es nicht. Warum nicht? Weil ich der Meinung bin, sie müssen diesen Schock nicht noch einmal haben. Weil sie hatten es ja schon mal und also nochmal und will ich ihnen das nicht antun. Hm. Ich bin der Meinung, dass ich ihnen also erst sage, wenn es wirklich lebensbedrohlich wird. Hast du das genau bedacht, ob das richtig ist? Ich habe lange hin und her überlegt und bin dann zu dem Entschluss gekommen, sie nicht zu sagen. Also im Moment weiß es nur dein Freund? Mein Freund weiß es und es wissen noch ein paar gute Freunde von mir, mit denen ich ab und zu rede. Und ansonsten weiß es eigentlich, ja, außer meinen Ärzten noch keiner. Also es war damals, als du das hattest, als Kind, da warst du ja auch Kind noch, für deine Eltern wahrscheinlich eine sehr schlimme und sehr schwierige Zeit. Ja. Mhm. Und dann haben die Eltern die Schwester verloren, das andere Kind? Ja. Woran ist die Schwester gestorben? Die ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Hm. Sind deine Eltern denn selbst gesund oder sind sie selbst auch krank? Nee, meine Eltern sind selbst gesund. Hm. Ich finde das auf der einen Seite sehr rücksichtsvoll von dir. Ja. Auf der anderen Seite denke ich so, wenn ich Eltern wäre, wenn ich Vater wäre von einem Kind oder von einer Tochter, ist in deinem Alter. Ja. Und ich würde das dann viel später erfahren, dass so etwas jetzt wieder passiert ist. Ich glaube, dass ich dann auch etwas sauer wäre, weil ich eigentlich dann meiner Tochter auch hätte beistehen wollen von Anfang an. Ja, aber ich weiß nicht, wie meine Eltern darauf reagieren würden, wenn sie es jetzt erfahren würden. Hm. Aber ist es nicht viel schlimmer für sie, wenn sie es vielleicht erfahren, wenn das noch fortgeschrittener ist und ist der Schock dann nicht noch größer? Ich denke, dann ist es für sie aber auf einer anderen Seite auch wieder einfacher, weil sie dann wissen, okay, wir hatten das Ganze schon mal und jetzt geht es halt dann vielleicht doch ganz zu Ende und das ist auf einer anderen Seite auch wieder einfacher. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich hoffst du aber auch und spekulierst du damit, dass sie es überhaupt nie erfahren, dass es gut geht. Ja, an den Strohhalm versuche ich mich mit zu klammern, ja. Ich meine, es ist ja gerade eine Woche erst her, dass du es erfahren hast. Mhm. Was meinte dein Freund? Hast du mit deinem Freund oder deine Freunde, hast du mit denen auch über dieses Thema gesprochen? Eltern und Informationen? Mein bester Freund hat zu mir gesagt, sag's deinen Eltern, es ist unfair ihnen gegenüber. Mhm.
bloß, also alle anderen sagen, ja, du musst es selbst wissen, du kennst deine Eltern besser. Und ja, mein Freund hat gesagt, ich stehe voll hinter dir, wenn du es deinen Eltern sagen willst, bin ich gerne dabei und so. Und ja, es ist also extrem schwierig. Ja, natürlich muss man es letztendlich dann immer selbst wissen. Aber man kann ja schon so als Freund oder jetzt in unserem Fall ja auch als Gesprächspartner so eine Meinung vertreten. Ja. Also, Daniela, so von meinem ganz privaten, persönlichen Gefühl aus gesehen, würde ich auch dazu tendieren zu sagen, sag es deinen Eltern. Ja. Aber wie gesagt, ich sage es vorsichtig zu dir und lass es einfach so im Raum stehen. Ja, schon klar. Du hast ja auch, du musst es ja auch nicht morgen oder übermorgen sagen, wenn du es sagen möchtest. Du kannst es ja durchaus auch noch ein bisschen, vielleicht verändert sich auch dein Denken im Laufe der nächsten Wochen. Das kann man ja alles gar nicht einschätzen. Ja, vor allen Dingen, also nächste Woche fahre ich zusammen mit meinem Freund in Urlaub und vorher sage ich es meinen Eltern auf keinen Fall, weil die würden mich sonst gar nicht in Urlaub fahren lassen. Ja, das finde ich auch in Ordnung. Das finde ich eine gute Entscheidung. Urlaub ist immer gut, das ist Entspannung, das tut dem Körper gut. Und was machst du von Beruf? Von Beruf mache ich momentan also ein freiwilliges soziales Jahr in einem Krankenhaus. Ja, ja. Also im Prinzip ist das ziemlich makaber, eigentlich helfe ich anderen Menschen gesund zu werden. Und ja. Aber es hört sich ja alles immer noch so an, oder auf jeden Fall so an, dass gute Hoffnungen durchaus realistisch sind. Ja. Ne? So. Und das muss man ja sehen, das muss man ja in erster Linie sehen. Ich glaube, das ist das A und O auch bei einer schweren Erkrankung. Aber das tust du auch, das habe ich ja schon gemerkt. Dass man so das Gute sieht, das Positive sieht, das Helle sieht. Ja, also ich stecke eigentlich den Kopf nicht in den Sand, wie es viele andere tun, wenn sie solche Diagnosen bekommen. Ja. Sondern ich denke, irgendwo an dem Ende des Tunnels ist irgendwo ein Licht und da genau. geht es dann wieder weiter. Genau. Und dafür drücke ich dir wirklich ganz, ganz fest die Daumen, dass es weitergeht und dass das Licht wirklich da ist. Mhm. Und du hast ein paar Leute um dich herum, mit denen du dich besprechen kannst, das ist wichtig. Ja. Und genieße deinen Urlaub. Den werde ich genießen. Ja. Wo geht's hin? Es geht hin erst nach Bremen, dann nach Osnabrück und zum Ende nach Bielefeld. Ah ja, also dann wünsche ich auch schönes Wetter. Soll ja auch schön werden jetzt demnächst, die nächsten Wochen, habe ich gelesen. Und wünsche von Herzen alles Liebe und alles Gute. Ja, danke. Und tschüss, Daniela. Tschüss. Jetzt lese ich gerade hier was ganz Spektakuläres. Meine Regie schreibt mir hier in meinen Computer, jemand mit der Blutgruppe von Daniela hat sich gemeldet und ist bereit zu spenden. Das ist ja ganz spektakulär. Wir haben ja die Telefonnummer von Daniela und werden sie gleich anrufen und sie informieren. Sie hat ja gerade gesagt, dass mit einer Knochenmarkspende die Chancen sehr groß sind, dass sie wieder gesund wird. Und vielleicht die Chancen auch sehr groß sind, dass sie noch schneller wieder gesund wird. Also wenn das alles jetzt zutreffend ist und das funktionieren würde, wäre es natürlich wunderbar. Wir stellen sofort jetzt den Kontakt zwischen Daniela und dem Anrufer her und halten euch auch auf dem Laufenden, was daraus geworden ist. Es geht weiter mit Marianne und Marianne ist 32 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Marianne. Ich rufe an wegen Danielle, das war die davor, die 18-Jährige. Und zwar... Die erste, genau. Unsere erste Anruferin. Genau. Die gerne Sex betreibt und ein bisschen sexsüchtig ist oder meint zu sein. Ja, und das ist der Punkt. Das ist so, ich bin ganz ähnlich gestrickt. Mhm. Und ich hatte so ein bisschen einen Schrecken bekommen, wo du ihr dann gesagt hast, gegensteuern und sozusagen versuchen, das zu unterdrücken. Mhm. Also ich bin jetzt, ja, wie du schon gesagt hast, 32 und ich bin auch schon immer... so gewesen. Das ist für mich ganz normal gewesen. Mhm. Und ich habe festgestellt, dass es viel besser ist, einfach es zuzulassen, so wie man ist. Es ist eigentlich genau wie mit der sexuellen Ausrichtung. Ob man jetzt zum Beispiel homosexuell ist oder hetero, wenn man das unterdrückt, bekommt einem das nicht. Ja? Ja, aber es kommt ja immer auf die Menge an und das Maß an. Und wenn man selbst auch das Gefühl hat, dass einem das zu viel ist und man leidet, dann muss man ja etwas unternehmen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass sie leidet. Ich kann mich täuschen, aber ich hatte den Eindruck, sie ist jetzt an einem Punkt, wo sie versucht rauszufinden, also Orientierung zu kriegen, wo sie versucht rauszufinden, ist das richtig, was ich tue. Aber ich glaube nicht, dass sie wirklich richtig unglücklich damit ist. Sie denkt nur, ich bin vielleicht irgendwie nicht normal. Ja. Erzähl doch mal von dir. Du bist 32 Jahre, also ein Tick älter als Danielle. Ja. Hattest du denn zwischendurch mal auch längere Beziehungen? Ja, und die haben mich immer sehr unglücklich gemacht. Die haben dich unglücklich gemacht? Ach.
Wie lange dauerten diese Beziehungen? Teilweise sehr lang. Also jetzt die letzte, die ist gerade erst vor kurzem zu Ende. Obwohl, nee, die waren eigentlich schon vorher zu Ende. Also die zusammengelebt haben wir 5 Jahre. Am Schluss war es aber nur noch eine WG. Mhm. Und wirklich geliebt habe ich ihn. Oh Gott. Ich meine, vielleicht hört er jetzt zu. Ich sage das jetzt lieber nicht, aber deutlich weniger. Deutlich lang. Weniger. Mhm. Warum warst du unglücklich? Hatte das mit der Sexualität etwas zu tun? Ja, es ist aber noch weitgreifend. Also ich weiß es nicht, wie es bei der Danielle ist. Aber bei mir geht es vor allen Dingen auch um Nähe, um Intimität. Mhm. Und das war auch so ein Punkt, wo ich einhaken wollte. Du hast ja auch gesagt, zulassen, den anderen zulassen. Mhm. Bei mir persönlich, wie gesagt, ich kann immer nur von mir reden, bei mir persönlich war es schon immer so, dass ich bei Menschen, mit denen ich unverbindlich zusammenkomme, Affären habe, vielleicht auch nur ein One-Night-Stand, dass ich mit denen sehr große Intimität entwickeln kann und zwar sofort, ja, immediately. Aber das wäre, aber auch dann nur für ganz kurz und dann verflüchtigt sich das wieder hinterher. Das verflüchtigt sich irgendwann und das ist auch genau das, was in der Beziehung passiert, meiner Meinung nach, weil irgendwann in der Beziehung kommt immer der Egoist durch, also bei mir zumindest. Ich bin eine sehr dominante Persönlichkeit, aber nicht insofern, dass ich andere unterdrücken will, sondern dass ich einfach sehr stark mich zeige, wie ich bin. Und die meisten anderen sind nicht so. Okay. Die meisten anderen nehmen sich zurück von sich aus. Und das tut mir auch immer leid. Also ich möchte immer die Leute auf Augenhöhe haben. Und das geht nur bei wirklich Begegnungen, die nicht zu lange dauern. Aber ist das nicht, wäre das nicht dann ein sehr oberflächliches Leben? Überhaupt nicht. Das ist genau, was ich eben meine. Also ich finde diese Art der Intimität, also die geht bei mir sehr tief und die befriedigt mich auch sehr stark. Also Intimität? Glaube ich auch, dass man das auch kurzfristig, wenn man nur kurz mit jemandem zusammen ist, dass man das erleben kann. Aber wirkliche Tiefe doch nicht. Dafür gehört, da muss man sich doch kennen, da muss man sich vertrauen, da muss man sich wirklich ineinander... Gut, das habe ich mit Freunden. Dafür sind Freunde da. Mhm. Also dann machst du einen Unterschied zwischen Sexualpartnern und Freunden. Ja, es kann auch zusammentreffen, aber es geht halt kaputt. Also irgendwann geht das eine kaputt und das andere bleibt. Mhm. Also, wovon träumst du? Was ist dein ideales Leben? Eigentlich so, wie ich es jetzt lebe, beziehungsweise jetzt wieder angefangen habe zu leben, einfach eben rauszugehen und die Leute, die ich treffe und die mir gefallen und die mich wollen, die einfach zu nehmen. Und dann halt einfach gucken, was passiert. Entweder nur für eine Nacht oder eine Stunde oder auch eine Woche, einen Monat. Das ist ganz egal. Ja. Und es kann auch sein, wer will. Also das Geschlecht spielt keine Rolle. Achso, du bist bisexuell auch. Ja, ja. Das Alter spielt keine Rolle. Mhm. Das Einzige, was zählt, ist, ob der Mensch mich anmacht. Mhm. Und das ist nämlich noch sowas. Wenn der Mensch mich anmacht, dann möchte ich mit ihm auch, oder wenn ich auch nur mag, möchte ich dann Körperkontakt. Mhm. Also Sexualität ist auch eine Form von zu zeigen, ich mag dich, ich bin sehr haptisch, ich fasse auch Menschen immer an. Das ist ja. Bei diesem Leben, wie du es gerade geschildert hast, steht dann aber auch wirklich das Erotische und das Sexuelle sehr im Vordergrund. Das heißt, so wie bei Danielle, dass du auch sehr viel daran denkst und die Fantasien. Ich denke oft dran und ich habe diese Fantasien und das ist aber auch schön. Also ich genieße es. Mhm. Und im Vordergrund, aber jein, als Mittel zum Zweck, es ist natürlich, oberflächlich gesehen, ist es das Erste, an was man denkt. Aber eigentlich geht es um was anderes. Es geht eigentlich, wie gesagt, darum, den Menschen zu haben. Und das geht eben bei mir am besten über die Sexualität. Aber was bedeutet das, den Menschen zu haben? Dass ich den Menschen nackt habe. Nackt habe? Ja, nicht ohne Klamotten, sondern nackt, so wie er ist. Ja. Ich möchte, dass er sich nicht verstellt. Ich verstelle mich auch nicht. Ich möchte, oder andersrum, im normalen Alltag haben wir alle Masken. Mhm. Verstehe. Mhm. Und auch auf der Arbeit und so und die Leute... Angst, ja. Ja, dieses ist dann aber auch wirklich so ein großes Spiel, in dem du mitmischen möchtest oder das du betreibst. Spiel, das ist mir ein zu böses, also böse in Anführungsstrichen, böses Wort. Nicht Spiel, es ist mir ein es ist was Heiliges. Was Heiliges? Ja, weil der Mensch, ich meine, ich mag Menschen. Aber das, worauf es mir ankommt, auf Vertrauen, auf Tiefe, auf Nähe. Mhm. All diese Attribute, die lässt du bei diesen Beziehungen gar nicht erst aufkommen. Die passieren in deinen Freundschaften. Nein, wenn die aufkommen, ist das okay. Ich lasse alles zu. Mhm. Ich lasse alles zu, was passiert. Das meine ich damit. Gut, aber da kann ja gar nicht so viel passieren, wenn man sich schon wieder nach einer Woche entfernt. Ja gut, wie gesagt, nach einer Woche, also wenn ich eine Affäre habe, ist die meistens schon etwas länger. Also ich meine,
ja gut, wie auch immer, auf jeden Fall. Nein, das geht schon. Ich überspringe halt sehr viel. Das passiert noch immer wieder, dass Männer, speziell bei Männern ist es so, dass die sich wundern, dass die dann sagen, Mensch, du bist aber, wie heißt das so schön? Du gehst aber ran. Ja. Also du, ja. Die dann, kennen das wohl nicht so von dann, anderen. Dann sag mir mal den gravierenden Unterschied zwischen deinen Affären, was du mit Menschen erlebst in den Affären und mit deinen Freunden. Freiheit. Ach so, Affären und Freunden. Ach so, jetzt habe ich das falsch schon vorher gedacht. Entschuldigung. Affären und Freunden. Ja, Freunde, das ist genau, was du eigentlich beschrieben hast. Freunde sind da, wenn man Gespräche führen will, wenn man Probleme hat. Verlässlichkeit, genau, wenn man einfach jemanden braucht, der einem hilft. Oder wenn man auch... Loyalität. Auch, oder wenn man auch einfach regelmäßig was machen will. Montags ins Kino gehen oder so. Oder, ja, solche Sachen. Oder, ja, also auch schon Alltagsdinge. Ja. Also alles, was wofür eben Freunde da sind. Auch die profanen, banalen Dinge. Bis dahin, ja, natürlich, ja, ja, ja. Und die Affären sind praktisch das Gegenteil. Das sind natürlich so Lebensmodelle, die man so hat. Da hast du ein anderes Lebensmodell als ich beispielsweise. Ich suche immer, das miteinander zu verknüpfen, das was für dich zwei Welten sind. Genau, das klappt bei mir nicht wirklich. Also ich habe es inzwischen aufgegeben. Ich habe es früher auch versucht zu verknüpfen. Bei mir funktioniert es nicht. Ich habe inzwischen aber auch aufgegeben, das bei mir zu verurteilen. Ich nehme das inzwischen so. Ich bin so gestrickt, halt auch, dass ich, wie gesagt, sehr ein sehr ausgeprägtes Sexualleben habe. Ja. Ich mache es mir zum Beispiel auch sehr oft selber. Ja. Morgens nach dem Aufwachen und abends vorm Einschlafen, das brauche ich. Ja. Und das war halt auch schon irgendwie immer so. Ich habe mit 10 angefangen zu masturbieren und ich denke einfach, dass die Danielle vielleicht einfach nochmal ein... wie gesagt, eine Stimme brauchte von einer Frau, die da ähnlich gestrickt ist, aber keine Probleme mit hat. Das ist sehr schön, dass du angerufen hast. Ich will es dir, weiß Gott, nicht ausreden. Ich respektiere das. Ja, das weiß ich. Absolut, wenn das dein Ding ist und du dich auch nicht einsam da fühlst, ist es... Ich habe mich oft in der Beziehung einsamer gefühlt. Ja, ja, ja. Also ich denke, wenn man in der Zweisamkeit einsam ist, ist es schlimmer, als wenn man alleine von einem ist. Das, Marianne, glaube ich allerdings auch. Ja. Das glaube ich auch. Gut. Dann wünsche ich dir für dieses Modell und für diesen Weg alles Gute. Dankeschön. Und viel Erfolg vor allen Dingen und gute intime Momente. Danke. Und dir alles Liebe. Dankeschön. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Morgen sind wir im WDR-Fernsehen um 11:45 schon. Und ihr könnt eine Stunde vorher anrufen. Wir haben auch morgen eine freie Themennacht. Also ab 10:45 sind die Leitungen geschaltet. Unsere bekannte Telefonnummer 0800 220 50 50. Und um 11:45 geht's morgen los im WDR-Fernsehen. Jenny ist jetzt hier, 17 Jahre alt und Janina 14 Jahre alt. Ja, wir beide. Hallo. 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 Wen habe ich? Janina. Du bist die Janina, 14 Jahre alt. Genau. Was führt euch zu mir in später Nacht? Ja, ich hatte ja schon mal angerufen, vor einer Woche, nein, gar nicht, war vor einem Monat circa. Sag mal Stichwort. Schon, genau, vor 5 Minuten vor Schluss. Mit dem Thema wegen meinen Eltern. Ja. Ja, dass meine Mutter halt einen Freund hatte. Ja. Und mein Vater deswegen in England leben muss. Ich erinnere mich, genau. Genau. Ja. Ja, und ich wollte nochmal Danke sagen, dass du mir auch zugehört hast. Ja. Weil dadurch habe ich auch nochmal versucht, mit meiner Schwester zu reden, was dann halt geklappt hat. Und sie konnten uns darüber besser unterhalten. Ja. Und dir wollte ich auch nochmal gratulieren zu deinem Bundesverdienstkreuz. Das war sehr nett von dir, vielen Dank. Bitte, bitte. Wollten wir übrigens beide. Ja. Und und nur das Problem ist, zwischen meinen Eltern hat sich nichts geändert. Meine Mutter ist zurzeit bei ihrem Freund, mein Vater hier bei uns. Und da hat sich leider nichts geändert zwischen den Zweien. Ja. Und wahrscheinlich, also mein Vater sucht jetzt nach einer Bleibe, endgültigen Bleibe in England. Ja. Und damit halt meine Mutter und ihr Freund hier bei uns in Ruhe zu Hause sein können, soll ich mal sagen. Ja. Was war jetzt der Anlass deines nochmaligen Anrufes hier, Janine? Genau. Dass ich halt auch nochmal Danke sagen wollte an das ganze Domian-Team. Ja. Und dass ich halt den Mut gefunden habe, auch mit meiner Schwester zu reden. Und sie wollte halt auch nochmal gleich mit dir reden. Ach, das ist deine Schwester, die Jenny. Die Jenny. Genau. Jenny, genau. Ja. Ja, und die wollte halt auch gleich nochmal mit dir reden. Ja. Und ich wollte halt auch nur nochmal Danke sagen.
Das ist super nett von dir. Da würde ich sagen, gib mir doch einfach mal die Jenny. Mach ich. Ja? Tschüss, Janina. Hallo. Hallo, Jenny. Hallo. Du wolltest auch nochmal sprechen mit, ja, mit mir. Genau, mit dir. Ja? Wie gesagt, meine Schwester hat dir das ja schon so ein bisschen erzählt, wie das bei uns zu Hause so abgeht. Mhm. Und das Problem, ich komme da selber mit mir, auch mit mir nicht ins Reine. Weil ich habe, glaube ich, das damals erst dazu gebracht, dass das so heftig geworden ist, auch mit meinem Daddy. Wir müssen das, glaube ich, nochmal erklären. Ne? Ja. Erklär du es am besten nochmal grob, die Situation, um die es geht, weil es doch eine ganze Weile ja schon zurückliegt. Mhm. Kann ich machen, okay. Meine Mama hat vor ungefähr 11 Monaten jemanden im Chat kennengelernt, im RTL-Chat, mhm, hat mit dem getickert, die haben sich getroffen und ja, und haben die sich halt ineinander verliebt. Und ich bin dann auch mit meiner Mama im Urlaub gefahren und habe für sie gelogen. Ich habe wirklich für sie gelogen, habe sie bei meinem Vater verteidigt. Und ihr habt ja früher ganz normal als Familie zusammengelebt, ne? Früher, ja, das war alles okay. Mhm, genau. Wirklich, die waren auch eigentlich glücklich zusammen. Meine, ja, Eltern zumindest haben wir als Kinder nicht gemerkt, dass die sich gestritten haben oder so. Mhm. Und mein Daddy, wolltest du was sagen? Nee, ich höre zu. Ach so, okay. Mein Daddy ist schon seit ungefähr 6 Jahren krank, richtig krank. Ja. Und das macht die ganze Situation auch nicht leichter. Ja. Und ich denke, wenn er hier nicht immer hinkommen müsste, um seine Medikamente zu holen, weil der nimmt Morphium, mhm, stark Morphium, weil er auch operiert wurde im Nacken. Mhm. Und ich glaube, sonst würde der ganz in England bleiben. Mhm. Weil der einfach nicht damit klarkommt. Der hat auch Depressionen gehabt, ist beim Psychologen, ja, redet mit dem immer und versucht halt auch mit mir zu reden. Und ich versuche ihm halt auch, so gut es geht, zu helfen. Ja. So, jetzt hat die Mutter hat sich dann in den neuen Mann verliebt. Ja. Mhm. Der Stand der Dinge ist jetzt ganz aktuell, jetzt sind ja schon einige Wochen vergangen. Wie ist die Beziehung zwischen den beiden? Ich würde mal sagen, sehr harmonisch. Mhm. Die kommen auf alle Fälle schon gut miteinander klar, aber wir kommen halt mit dem neuen Freund von unserer Mama nicht klar. Mhm. Wir versuchen mit beiden zu reden, setzen uns mit ihnen an einen Tisch, ja, aber irgendwie, die wollen das nicht verstehen. Was stört dich oder euch denn am meisten an dem neuen Freund? Das verstört uns am meisten, dass er, genau, er wohnt hier im Endeffekt, wenn mein Daddy nach England geht, sobald der da weg ist, der ist keine halbe Stunde weg, da kommt dann, also kommt ihr Freund, mhm, und wenn die halt wissen, dass mein Papa wiederkommt, dann ist der auch 2 Stunden bevor der kommt, ist er noch da, der wohnt hier, ja, der ist die ganze Zeit hier, das sind so immer so 5 Wochen am Stück ungefähr, und das ist richtig heftig. Aber der Vater weiß davon ja, ne? Das mhm. Der weiß das. Ist denn der neue Freund auch zu euch unfreundlich? Wie soll ich sagen? Unfreundlich würde ich nicht sagen. Also ich rede absolut nicht mit ihm, weil ich auf ihn nicht klarkomme. Mhm. Wir kommen, glaube ich, beide nicht miteinander klar. Wir schnauzen uns an, beschimpfen uns regelrecht. Mhm. Beleidigt dich auch immer. Genau, der beleidigt mich wegen mhm. meiner Figur, weil ich proper bin. Ja, das sagt er so. Ja, ja. Richtig heftig, wirklich. Und wenn ich mich dann wehre mit Wörtern, ich weiß nicht warum, also was ich sage, zum Beispiel, dass er blöd ist oder so, oder dass ich ihn nicht mag, ja, dann verteidigt unsere Mama ihn. Das wollte genau. ich jetzt gerade nochmal sagen. Fragen, wie die Mutter jetzt auch in neuester Zeit sich verhält. Also sie verteidigt ihn und steht nicht zu euch, zu den Mädels. Genau, zu uns 3 Mädels mhm. steht sie nicht. Wir haben noch eine kleinere Schwester, die ist 10, die steht also absolut nicht zu uns. Die, ja. Es ist egal, was ist, er ist toll, er hat die Wohnung renoviert, sie ist stolz auf ihn und so ist das. Ja. Mhm. Hast du denn oder habt ihr denn mit der Mutter auch schon mal gesprochen, dass das für euch so eine bedrückende Situation ist und dass ihr euch auch ein bisschen ärgert, dass sie immer zu ihm hält und nicht zu euch? Ja, haben wir ihr auch schon gesagt. Aber sie sagt dann immer, wenn wir was gegen ihn sagen, dann müssen wir auch einstecken. Ob das jetzt irgendwelche Schimpfwörter sind oder so. So sagt sie das. Und wie, sie geht das eigentlich auf uns. Aha. Wir müssen immer nur einmal sagen, er ist dumm oder so. Ja. Sie sagt dann sofort, ja, hört auf, ihn zu beleidigen. Mhm. Aber was er sagt, ist dann immer egal. Mhm. Das heißt, die Situation ist wirklich im Moment alles andere als rosig für euch. Genau. Mhm. Ihr sitzt mhm. da und habt euch graut dann wahrscheinlich schon immer, wenn er zu euch kommt. Und genau so ist es. Uns graust es, wenn wir wissen, er kommt. Und dann
denken wir uns, oh nein, hoffentlich geht die Zeit schnell vorbei. Mhm. Wir telefonieren auch viel mit unserem Papa, wenn er nicht da ist. Ja. Wir versuchen ihn auch also so gut wie möglich zu unterstützen. Wir versuchen ihm zu helfen. Gibt euch denn der Papa da auch Ratschläge, was ihr da dann in der Situation tun könntet oder was ihr tun sollt? Wie meinst du das, wie wir uns verhalten sollen? Genau, meine ich. Er sagt, er hat mal gesagt, vielleicht bringt es was, wenn wir Mama die Fehler von ihm sagen. Die was? Oder wenn wir... ich habe ihn verstanden. Die was? Die Fehler, die er macht. Die Fehler. Mhm. Wenn wir die meiner Mama berichten oder wenn wir... er sagt so, dass wir uns vielleicht unfreundlich zu ihm sein sollen oder so. Mhm. Das sagt er so, weil er ist verzweifelt, er weiß nicht, was er machen soll. Mhm. Das ist auch wirklich eine wirklich komplizierte Situation, finde ich auch. Wo ihr im Alter von 10 bis 17 seid und ihr auch gar nicht, zumindest die anderen beiden Mädels, auch nicht weg können, ne, aus der familiären Situation. Mhm. Mein Vater glaubt halt auch, dass der Freund meiner Mutter uns halt wegnimmt. Mhm. Der hat Angst. So, das ist kompliziert. Das ist wirklich kompliziert. Ich würde auch gerne, dass da eine fachkundige Auskunft zugemacht wird. Und ich habe nämlich heute Nacht den Peter hier als Psychologen, der gerade sich in diesem Gebiet ausgesprochen gut auskennt. Ja, das ist ein schöner Zufall. Mhm. Das heißt, ich würde vorschlagen, dass ihr mit ihm jetzt mal so ein paar konkrete Sachen, auch so ein paar Tricks vielleicht beratschlagt und er wird euch Tipps geben, wie ihr euch da in dieser familiären Situation klug verhaltet, damit ihr auch die Mama nicht so sehr gegen euch kriegt, sondern dass da einfach so ein bisschen Gleichgewicht kommt. Mhm, das wäre wirklich schön. So, und das heißt, ihr legt auf und der Peter ruft euch gleich an. Ja, du, da habe ich noch jemanden grüßen, ganz schnell. Darfst du. Okay, dann grüße ich meine Sunny und meinen Schnucki. Alles klar. Dankeschön. Jenny und Janina, alles Gute euch beiden. Genau, danke. Tschüss. Danke. Tschüss. So, jetzt habe ich den Thorsten hier und Thorsten ist 25 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Thorsten. Dein Thema. Und zwar mache ich jetzt seit insgesamt 8 Jahren Telefonsex. Du machst seit 8 Jahren Telefonsex? Ja, aber das nicht für Männer in dem Sinne, für schwule Männer, sondern für Heteromänner. Ach so, du bist kein Konsument, sondern du bietest an. Richtig, genau. Also ich habe das... Also du bist eine Telefonsexerin quasi? Kann man so sagen, ja. für heterosexuelle Männer? Richtig. Aha. Seit 8 Jahren? Ja. Von zu Hause aus, so wie man das so immer wieder hört und kennt? Also ich habe das am Anfang, habe ich das 4 Jahre zu Hause. Ja. Dann hatte ich das 2 Jahre so hin und her war das. Da wurden die Gespräche halt durchgeschaltet zu mir auf den privaten Anschluss. Mhm. Und ja, seit knapp 2 Jahren habe ich jetzt auch meine private Nummer. Also ich mache das von mir aus und verdiene mir da etwas Geld mit. Ja, das ist ja irre lange Zeit. Da warst du 17, als du angefangen hast. Richtig. Wie bist du auf die Idee gekommen, dich als Frau auszugeben? Also ich habe das von einer Freundin mitbekommen auf dem Geburtstag. Mhm. Also die waren alle sehr angeheitert. Und sie hatte da halt eine Briefkastennummer auf der Leine halt gehabt. Und ja, meinte so aus Scherz mal, ich sollte mal drauf sprechen als Pärchen. Und eine andere Freundin meinte ja so, ja, sprich doch mal als Frau, probier das doch mal. Mhm. Ja, und da ist das irgendwie etwas hängen geblieben. Das heißt, du kannst wirklich eine Frauenstimme völlig imitieren. Richtig. Ja, das heißt, das werden wir jetzt mal ein bisschen prüfen, ob das auch stimmt. Wir werden das Gespräch ganz normal weiterführen, aber du antwortest mir als Frau, in der Frauenversion. Ja, okay. Ist das okay? Mhm. du sagst, seit 8 Jahren machst du das. Ist das dein Hauptberuf quasi? Nein, das mache ich nebenbei und ja, ich mache halt die Männern ihre Wünsche wahr. Ja. Was machst du? Du sagst, du machst das nebenbei. Was machst du denn sonst im Hauptleben? Ja, dann bin ich bei einer großen Telefongesellschaft tätig. Ach, du bleibst dann in dem Metier bleibst du dann schon? Ja, richtig. Ja. Wie viele Stunden am Tag machst du das? 8 Stunden. Ja, dann kannst du ja nicht nebenher noch tätig sein, wenn du 8 Stunden Telefon hast. Ja, doch, abends immer bin ich so 3 bis 4 Stunden. Ach so, das war Missverständnis jetzt. Du bist 8 Stunden in der Telefongesellschaft und, ja, genau. Und abends dann machst du ein paar Stunden Telefonsex. Richtig. Ja. Was sind denn so die häufigsten Wünsche der Männer? Also meist
dominante Frauen, große Frauen. Frauen halt, die sehr aus sich rausgehen. Ja. Die ja auch Natursekt mögen. Das spielst du denen dann so vor, die Fantasien? Richtig. Ja. Also ich habe bei manchen Situationen, wenn es halt mit der Peitsche, hatte ich mir jetzt auch zugelegt, dann werde ich dann ein bisschen nochmal aktiv mit dabei. Ja. Thorsten, ich fasse es nicht. Das ist aber wirklich sehr, sehr überzeugend. Sprich mal wieder als Mann. Ja. Das ist ja unglaublich. Wie machst du das denn? Warst du es gerade wirklich? Ja. Das ist ja unglaublich. Oder ja, hast du den Hörer deiner besten Freundin gerade schnell hingehalten? Nein, also ich kann das von jetzt auf jetzt und dann wieder normal sprechen. Das ist ja wirklich irre. Also, da fallen alle Männer drauf rein, oder? Oder hat dich einer schon mal gesagt, erwischt und gesagt, du bist ja gar keine Frau, du bist ein Typ? Also ich hatte bis jetzt mal einen Fall gehabt, das ist aufgefallen, aber ja, irgendwie hatte der nette Mann das nicht so richtig verstanden und hat gedacht, ich wäre transsexuell. Ach so. Und seitdem ist er jetzt einer meiner besten Kunden. Aber wenn du das so lange machst und das klingt wirklich so perfekt, wie ist es dem denn dann aufgefallen? Ist dir die Stimme mal runtergerutscht? Das war so, also ich hatte hier halt privat von zu Hause war das. Ja. Das war nachmittags gewesen und meine Mutter hatte mich da was gefragt. Ja, und ich habe natürlich als Mann halt geantwortet in der Zeit, wie die Frauenstimme hat. Und ich sagte, oh Gott. Und da meinte er so, du bist ja ein Kerl. Das verstehe ich. Also, ich sagte so, ein Missgeschick war es. Ich bin ganz sexuell, so schnell. Und er sagte, naja, das war schon immer mal verlockend für mich. Und ja. Seitdem ist es der beste Kunde. Die Mama hat gerufen, wohnst du gar noch zu Hause oder wie? Ich wohne noch zu Hause. Das ist ja schrill. Dann sitzt du da in deinem Kinderzimmer und machst seit 8 Jahren Telefonsex als Frau. Ja, also ich habe das erst heimlich. Also meine Mutter weiß es jetzt auch erst 1 Jahr. Ach, immerhin weiß sie es. Und ja, da war ich etwas deprimiert gewesen, weil ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Jetzt hat mich da jemand erwischt und der könnte vielleicht, wenn er wollte, auf der Leine verbreiten, halt, dass ich in dem Sinne dann halt ein Mann bin. Und ja. Und da hast du dich deiner Mama anvertraut und hast gesagt, Mama, es geht alles schief. Ja, ich habe gesagt, also wenn, dann soll sie demnächst bitte klopfen oder leise reinkommen. Aber wenn sie dann die Frauenstimme hört, dann stellt sie mir das Essen meist in die Mikrowelle. Die alles entscheidende Frage fällt mir natürlich jetzt ein. Ja. Bist du schwul? Ja. Aha. Ich hätte gedacht ja schon, jetzt, wenn er jetzt auch nicht mal schwul ist, dann hätte ich die Welt überhaupt nicht mehr verstanden. Inwiefern? Ja, na, dann wäre es ja noch absurder, wenn du dich als Frau dann stellst und bist heterosexuell und bedienst dann noch Männer. Eine gewisse Spannung ist dann schon für dich da dabei. Im Gegenteil, also ich habe jetzt auch einen Bekannten, also der ist hetero und... Der macht das auch. Also da verdient man, wenn man sozusagen nicht schlecht, also in dem Sinne, man erfüllt ja die Wünsche der Männer, die sie vielleicht nie bekommen werden oder die sie nicht trauen, ihren eigentlichen Partnerin drauf anzusprechen. Klar, aber wenn du jetzt heterosexuell wärst, würde ich mir das noch schwieriger vorstellen, sich da so reinzudenken und das mitzumachen und das immer und immer wieder durchzuspielen. Aber es ist wahrscheinlich auch ein Job und eine Rolle, ne, die man da macht. Also in dem Sinne jetzt, nach der Zeit gewöhnt man sich dann. Also für mich ist das halt ein Programm, vielleicht nicht bei jedem. Also es fällt mir bei manchen auch schwer, muss ich sagen. Ich sehe, von wo sie aus anrufen. Meist ist es dann Handy. Mhm. Ich bin dann auch, wenn sie dann das Alter sagen, rufe ich sie auch mal zurück. Zwar nicht auf dem Handy, dann auf dem Festnetz. Weil es tut mir leid, also ich hatte selbst mal eine Situation gehabt, da... Ach so, aus Nettigkeit rufst du dann zurück, damit die das Geld nicht bezahlen müssen. Ja, es gibt... Ein Telefonsex mit sozialer Ader. Ist ja auch sehr nett. Ja, weil ich weiß selbst, wie das ist. Also sag mal, jetzt muss ich dich, die Sendung ist gleich vorbei, jetzt muss ich dich aber zum Schluss noch fragen, hast du denn nicht Angst, dass du... Das ist ja doch eine große Plattform hier, dass du das hier bei uns erzählst, dass dich jemand erkennt und dein ganzes Geschäft auffliegt? Nein, also ich habe Gott sei Dank mehrere Variationen, meine Stimmen noch zu verändern. Ja. Und da ist das eigentlich ein leichteres für mich. Also ich... Ja. Vielleicht solltest du gar nicht bei einer großen Telefongesellschaft arbeiten, sondern solltest eine Schauspielausbildung machen oder sowas. Inwiefern jetzt? Ja, wenn du scheinst ja nur sehr talentiert zu sein. Du kannst die Stimme verändern, du schlüpfst da in Rollen hinein. Das ist telefonisch wieder ganz anders, wenn man real vor den Leuten... Natürlich, ja. War auch nicht so ganz ernst gemeint. Also Thorsten, die Sendung ist vorbei.
Es hat mir Spaß gemacht, mit dir gesprochen zu haben und wünsche dir alles Gute. Ich wünsche euch auch noch einen schönen guten Morgen. Ja, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik Uwe Petersen. Morgen sind wir um 11:45 im Fernsehen, im WDR-Fernsehen. Nicht im Radio. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Ciao.